Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft. Da geht's direkt weiter, ist ja unfassbar. Eigentlich ja, wollten wir uns hier diese spannende Höhle angucken, aber das wird wohl heute nicht passieren. Nein. Komm, wir schwimmen schon mal rein. Die Oberfläche. Ich schwimm schon mal rein. Ich schwimm schon mal rein. Ich bleibe hier an der Oberfläche. Hier stehen nur Stühle. Stühle? Hier stehen 3 Stühle um ein Feuer rum. Das ist vielleicht eine Rollenspielhöhle. Ja, hier kann man Pen-and-Paper-Spiele spielen, oder was? Hier ist nein, nix. Man kann doch, dann kann man sich auf die Stühle draufsetzen. Ja. Ja, siehste. Dann kann man sich doch schön da hinsetzen und Rollenspiel betreiben. Das stimmt, ja. Aber wir sind erstmal im Schreckensvorstoß jetzt. Ja, in der nächsten Raid, Inni, die letzte haben wir abgeschlossen, komplett. Genau. Und jetzt hauen wir Heuschrecken auf die Schnauze. Ja. Ich freue mich schon sehr auf den zweiten Boss. Und hier ist ein Grillpunket. Punket. Wo du auch bitte von isst, ne? Ja, mach ich ja. Bitte. Alles schön aufessen. Nom, nom, nom. Ich bin satt. Nein, du darfst aber erst aufessen. Du darfst erst aufessen, wenn alle fertig sind. Solange guckst du das Essen nur an. Wenn alle fertig sind, darfst du auch aufessen. Wer ist denn da online? Ach, hallo Ach. Freundin. Nicht, dass sie jetzt gleich sagt, ich will mitmachen. Was machen wir denn dann? Scheiße, machen wir dann? Scheiße. Dann lassen wir sie mitmachen. El Maestro ist gleich finito vor allem. Ja. Wir sind der verlängerte Arm des Willens. Tschö. Wir dienen in ihrem göttlichen Namen. Alter. Was ist hier los? Was soll denn das? Alle dämlich. Ja, man muss auch nicht 3 Gruppen auf einmal pullen, finde ich. Es wäre vielleicht eine Idee gewesen, das nicht zu tun. Ach, wie doof, dass mein Gebet der Heilung nur für meine Gruppe zählt, nicht für den Raid. Was ist das denn für ein Scheiß? Also mein Wildwuchs geht auf alle, die ein bisschen angeschlagen sind. Ich dachte, das wäre bei dir auch so. Das Gebet der Heilung... Halt alle Gruppenmitglieder des verbündeten Ziels. Ach, des verbündeten Ziels. Okay, ich mach's immer ohne Ziel. Caste das immer einfach so. Boah, hör doch mal auf zu schwafeln, Junge. Wie wäre das denn? Das wäre mal eine Idee, wa? Das wäre super. Käfer, Käfer. Käfer, Käfer. Sind voll super. Super geil. Super geile Käfer. Die Spreu der Welt stolpert bei sie uns. Wer, war, sie werden. Sie erwecken einen Schläfer, wollte ich eigentlich sagen. Alter! Entschuldigung, da musste ich mich mal räuspern. El Maestro, was ist denn los mit dem? Ich weiß ganz genau, was mit dem los ist. Ich habe mit meinem Heal-Zeug als Tank-Druide ja schon 71.000 gehabt. Und der hat 68. Oh ja, und voll gebufft, ne? Ja. Mit 10% mehr Ausdauer und so Sachen. Was hat der denn für Equip? Ich guck jetzt mal. Guck ihn dir mal ganz genau an. Der hat grünes Zeug an! Der ist komplett grün, bis auf so Entschuldigung. Paar Sachen. Ja, die hat er von der Insel. Dann Vote to Kick. Hilft ja nichts. Spieler melden wegen Cheating. Genau, wegen Betrugsversuch. Der wollte uns weismachen, dass er ein Tank wäre. Ja. So geht's. Boah, Alter! Aber warum will er denn Main tanken, wenn er so scheiße ist? Ja, das frage ich mich auch. Alter. Tot. Ich möchte auch nicht der Assi sein, der schreibt, ey Maestro, dein Gear ist scheiße. Das ist lustig für die Zuschauer, weil ich gerade schon angefangen habe zu tippen. Aber du willst ja nicht sagen. Nee. Das ist nochmal anders gedacht. All night long. Ich glaube, wir spielen das einfach ein, während wir raiden. Da brauchen wir nicht so viel sprechen. Ja, genau. All night. Wie war es der andere Exporon? Ja, der hat genauso viel Leben. Vielleicht ist das einfach so. Nee. Wie, das kann ja nicht so ein. Der hat auch grünes Zeug an. Was haben wir denn hier für Tanks erwischt, ey? Ja, da haben wir aber immer richtig in die Scheiße gegriffen, würde ich mal sagen.
Ja, ich auch. Ich bin ganz schön beeindruckt. Wovon? Von den Tanks, dass sie sich das trauen. Und du traust dich das nicht, weißt du? Ja, könnte ich jetzt eigentlich auch umspecken und dann Tank sein. Ja, eben. Wäre ich besser als die. Oh Mann. Dann hätte man auch wieder zwei verschiedene Perspektiven. Willst du jetzt ernsthaft mich dazu nötigen zu tanken? Nein. Wenn du dich nicht mal richtig heilen traust. Warum sind da fast alle tot? Ich weiß nicht. Ich war auch fast tot. Aber warum? Ich weiß es nicht. Aber was sind das denn für Tanks, ey? Es reicht wahrscheinlich locker, was die anhaben für die Inni hier, aber es muss ja nicht sein. Eben, es muss ja einfach nicht sein. Sagen wir mit vorhin noch einer Waffe, die Beweglichkeit hatte. Wir, ich hatte auch eine Waffe mit Beweglichkeit. Ja gut. Hatte ich einen höheren Gearscore? Yeah, yeah, yeah. Es gleicht sich alles wieder aus, ja. Es gleicht sich alles im Leben wieder aus. Alles. Das lass dir mal gesagt sein. Von wem? Deiner Mama. Meine Mama. 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 So ist es an uns. Mami. Ihre erwählten Stimme. Ey, wir müssen hier hoch jetzt, ne? Wow, ja, wo gehen wir denn hoch? Ich gehe hier. Ah ne, hier sind wir falsch. Scheiße, 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 scheiße. Schweigen. Da kannst du aber viel zaubern. Ja. Und Gelassenheit. 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 Du bist so gelassen, wenn du heilst. Ja, ja. Das höre ich öfter. Ja, ne? All night long. Das hören wir auch öfter. Das hören wir alle öfter. Ich geh mal hier in das Schallschutzgedöns. Achso. Jetzt geh ich wieder raus. So, zack. Kurz ein Heilgedöns drüberlegen. Die Göttliche wird eure Makel hier nicht zulassen. Aha. Oh, okay. Na gut. Musst du ja nicht, ne? Nee. El Bato. Ach, El Maestro. El Bato, ich wollte schon sagen, das wäre aber ein Zufall. Ja, man ist ja bei jedem Raid dabei. Hier fliegen Dinge durch die Gegend. Und schreien, ho, ho. Die Dinge? Ja. Manchmal tun die das. Alter, es kommt auch überhaupt kein Schaden. Nur ein Paladin, der macht 15.000 DPS. Der macht Schaden für uns alle. Zumindest für drei, ja. Wobei, wir haben ein paar Leute mit viel Schaden. Zum Beispiel unseren Main Tank. Oh, echt? Ja, der ist Zweiter. Immer noch. Ja, und danach fällt es aber runter mit dem Schaden. Das ist ja scheiße. Dann haben wir jetzt wirklich nur vernünftige Healer mit uns und sonst gar nichts. Nicht mal das stimmt wirklich. Nee. Selbst das ist gelogen. Wo ist denn Shaina? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte die auch gerade heilen, aber irgendwie... Wer nicht will, weißt du, der hat auch schon. Der hat alles. Ich kann die nicht heilen. Nee, ich auch nicht. Das ist die dumme Funz. Hä, wo ist die denn, sag mal? Ich sehe die auch nicht, wenn ich hier rumgucke. Aber die ist hier... auf der Map zu sehen. Er kriegt überhaupt keinen Schaden, ist ja unfassbar. Ich hoffe, wir haben nicht so viel Pech bei den schwereren Sachen. Ja. Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Nein, stirb nicht! Bären eingeschlossene Beute. Wir sollen jetzt nach der Schweiz. 20 Gold. Die sind ja. Bären eingeschlossen im Schließfach. Da können Sie erst einmal reingucken.
Meine Fresse. Aber echt, ey. Echt, hä? Aber echt meine Fresse, ne? Was ist denn da drin in den Bären eingeschlossen? Bei mir hat 19 Gold. 27 Gold. Erbeutete 37 Gold. Geil. Ah, hier kommt jetzt der Lieblingsboss. Welcher ist das? Der, wo wir rennen müssen. Ach nee! Ach nee! Aber schnell lieben, ey. Alles nur das nicht. Na doch. Ach, jetzt kommt hier erstmal Rambazamba. Ja, aber hallo Rambazamba. Dann bin ich wieder furchtbar gelassen gerade. Deshalb gehen die Lebenspunkte auf einmal hoch, außer von Tarlar. Und El Maestro? Alter! Los, Initian. Das kann nicht sein. Mehr lernen, eine Technik allein reicht nicht. Sie haben den Test nicht. Was? Gut, wenn doch nur meine Schüler hier wären. Tajak. Sie könnten von der anstehenden Demonstration meiner Kampfkunst lernen. Was faselst du denn, Tajak? Oh Mann. So, Waffen. Und go. Go. Ich würde mich jetzt wohler fühlen mit meinem Schamanen. Ja, ich auch. Oder mit einem vernünftigen Tank, wahlweise. Das ist mir egal. Hat gerade das Pad gepult? Das sah ein bisschen so aus, ne? Aber ich... Das war mutig, möchte ich mal sagen. Ach, der macht aber zum Glück relativ wenig Schaden, glaube ich, ne? Okay. Okay. Ach ja, das war das. Ich mach mal Mondfeuer. Ja. Bin ich gleich an oberster Stelle vom DPS. Pam! Aua! Da war was. Allerdings war da was. Was war da? Was da da war. Was da da war da war. Ta 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 ta. Wadda hade dude da. Wadda hade dude da. Wadda hade dude da. Wadda hade dude da. Aha, warte, hatte du da, warte, du da, da hatte gerade schon von einem Jahr. Nee, nee, das ist weder dat, dat oder dat, da. Was hat das war, du das da immer Text nicht klar. Kennst, ist doch nicht normal. Was dat, dat war, das ist noch immer nicht klar. Und darum sag mal bitte, bitte, warte, hatte du da. So. Ich bin tot? Nee. Doch, ich bin ein Geist der Erlösung. Was? Ich glaube, ich bin tot. Ich bin tot? Ja. Ich glaube, ich bin tot. Ich bin tot, ja. Es scheint gar so. Gib mir ein Battle Red! Okay. Ich kann nicht. Schade. Ich kann das nicht während eines Kampfes? Was? Das ist die falsche Wiederbelebung dann. Ja, das andere geht gar nicht. Das ist grau unterlegt. Ihr seid in einen Kampf verwickelt. Ihr könnt euch während des Kampfes nicht wiederbeleben. Du sollst mich selber wiederbeleben. Ich habe auf dich geklickt. Du sollst mich wiederbeleben. Hä, das hat Cooldown. Warum hat das Cooldown? Naja, guck ich mir das ganz entspannt an. Ich mach mal Zigarettchen an. Ja, viel Spaß beim Laufen. Ich habe doch nicht einmal jetzt Wiedergeburt gemacht. Warum kann ich das... Ist das eine Scheiße, ey. Ja. So, und da muss man jetzt ein bisschen Superball spielen. Ich erkläre das mal so von der Seite. Okay, warte. Kannst du das sehen, wo ich bin? Nee, noch nicht. Schade, sonst würde ich jetzt die Augen zumachen. Ja, da muss man nämlich dann auf die... Weil der Gegner steht, der Boss steht, glaube ich... Da hinten steht der Boss. Da hinten, halt der Boss steht da. Der Boss steht rechts und die kommen alle von links. Und wenn die rechts angekommen sind, geht der Boss nach links. Und dann müssen wir wieder zurücklaufen. Das ist der schönste Kampf im ganzen Spiel. Ja. Aber hier mit meinem Sprint komme ich ja sehr gut durch. Ach, sobald die ersten an dem Boss angekommen sind, hört auch der Slow auf. Ah. Okay. Und die machen gerade ganz schön Schaden an dem. Das ist gut. Ich glaube, die haben es einfach verkackt, als wir da
vorgestern waren. Ach so, ja, das kann jetzt sein. Jetzt werde ich gerade wo ganz anders. Was? Hallo? Ich kann. Ach, ich bin am Rand. Ich. Ich wundere mich gerade, warum ich denn nicht mal langsam nach vorne komme. Du gar nicht mehr vorwärts, weil du am Rand warst. Okay. Ich glaube, ich weiß übrigens, warum ich gestorben bin. Der hatte so einen Typen Pfeil über dem Kopf und der hat den für diesen Schattenstoß da benutzt und ich stand daneben. Nein! Ist auch tot. Nein, ich war der Erste, der nach vorne durchkam wegen meinem Rennen. Und dann bin ich genau, als ich ihn angegriffen habe und der Debuff weg war, der Slow Debuff, bin ich in so einen Sturm gelaufen. Oh. Ja, El Maestro bräuchte Heilung. Wenn ich das mal so aus dem Off sagen darf. Ja, der kam ja gerade erst beim Boss an. Okay. Der jetzt tot ist. Oh, ich hab Handgelenk bekommen. Sehr schön. Das ist sogar besser. Aber es geht nicht, ich kann die nicht anziehen, wenn ich tot bin. Warum denn nicht? Ich würde mich gern anziehen, wenn ich tot bin. Ich glaube, ich werde schon gerest. Oder nutzt einen Ruhestein, der da hinten. Ich will dich ressen. Danke. Jetzt habe ich einen Kürbiskorb. Geil. So, wie viele Bosse kommen hier noch? Ich weiß einer. Nicht. Einer. Ich glaube, okay. Einer. Ja, genau, der dicke Käfer. Ach ja, mit den Beinen, genau. Ne? Der mit den Beinen, genau. Der dicke Käfer mit den Beinen. Wer kennt ihn nicht? Das berühmte Kinderbuch. Der berühmte Kinderbuch. Halt die Schnauze, Alter! Das ist der berühmte Kinderbuch, ey. Schick da, Alter. Ach ja. Warum ist hier eine nackte Blutelfe in der Muschel? Warum nicht? Thumbnail! Wie Jaximus damals, der war auch in der Muschel. Stimmt. Da haben wir ihn gefunden. Im ja. Meer. Ja, der Jaximus, das war noch Zeiten. Das hätte auch nicht sein müssen. Ich mag meinen Strahlenkranz sehr gerne. Das ist eine Krankheit, damit solltest du endlich mal zum Arzt gehen. Aber ich mag den so gerne. Aspekt aus, verdammt. Oh ja, Aspekt des Rudels ist noch an. Jetzt nicht mehr. Ach, mit RW geht das, ne? Raid Warning. Ich kenne das nur mit RA. RA ist doch normaler Raid. Oh, Buddha Blackhand hat mich angeschrieben, sehe ich gerade, wenn ich R drücke. Was will Buddha denn? Was will der Buddha? Buddha beide Fische. Hab ich leider nicht mehr im... Ist das einer meiner Freunde? Nee. Wer ist Buddha? Wenn du dieses Video siehst, Buddha. Schreib noch mal an. Was war? War was? Ah nee, ich glaube, ich habe einfach nur auf ihn geklickt. Achso. Kannst trotzdem mal fragen, was war. Das... Tschö, El Maestro. Genau. Ich wollte gerade erst Battle resen, aber das macht ja überhaupt keinen Sinn vorm Boss. Nee. Ich spare dir das lieber auf, wenn ich wieder sterbe. Und jemand anders hat ihn gebattlerest. Wenn sie meinen. I am so curious. I just wanna know what he has. Atem der Kälte. Bringt den mächtigen Garalon zu uns. Garalon. Garalon. Rambadam, ram, ram. Ach, dann denken, hier ist gleich wieder geschlossene Gesellschaft. Ja. Nice. Was? Tschö, Exporon. Ich gehe hinter die Treppe. Ich möchte nicht an diesem Kampf teilnehmen. Battle Res? Ist ja kein Battle. Achso, normaler Res? Geh du vor. Wo ist der denn? Unter dem Garalon. Ach so. Ja, warte mal, hat die Massenwiederbelebung nicht 100 Meter Reichweite?
kann ich im Moment nicht tun? Warum kann ich hier nichts tun? Ich darf keine Leute mehr ressen im Spiel. Ach so, schade. Ich trau mich nicht näher dran. Scheiner, AFK, tot. Was? Ah, El Maestro macht gerade. Das tat weh, sorry. Halt die Fresse! Learn to play, Kacknab. Weißte. Aber Weißte. Und jetzt rennt er rein, in der Sekunde, wo die Massen... Der ist in die Instanz gelaufen, hat den Geist freigelassen. Ja, warten wir doch einfach. Ist wenigstens der Ofen ganz. Pizza sieht gut aus. Fatt. Die Schnauze jetzt, ey. Echt, ey. Geht ihr mir auf die Nüsse? Hanne gnackt sie. Ja. Geil. Pizza verteilt guten Hunger, Alter. Nö, beide Tanks sind doch hier. Ja, jetzt. Also. Ja, dann. Lass sie sich erst noch mal eine halbe Stunde über Pizza unterhalten. Ach so, bitte. Ja, gut, das ist okay. Soziale Interaktion soll ja auch nicht vernachlässigt werden hier. Nee. Was reden die denn da? Wer mag keine Pizza? Du bist besser? Rein! Okay. Rein! Welche draußen? Und ist welche draußen, ja, ja. Klar. Natürlich. Ja. Ich glaube, es sind beide Tanks tot. Das hat ja lang gehalten. Einer lebt wieder. Ich battle Rest doch jetzt nicht. Na komm. Ich kann auch gar nicht battle. Hä? Ihr könnt euch während des Kampfes nicht wieder. Ich Was bist du denn für ein scheiß Druide, ey? Warum läuft ihr denn hier so in meine Richtung? Sehr schön. Das ist die beste Gruppe ever. Ja. Vor allem die Typen, die unter dem Viech stehen bleiben, in dem lila Kreis. Weil lila Kreise heilen ja auch für gewöhnlich. Ja, auf jeden Fall. Was ist denn der Maestro? Das weiß ich nicht. Kriegt den ah, da hinten. Kriegt den am Arsch von Garalon. Ach so, ja, da gehört der Tank. Gulasch tankt gerade. Gulasch? Ja. Der Hexer? Ja. Hä? Was ist denn hier los, ey? Der tankt den gerade. Ach, geil. Wo ist denn Gulasch? Ich weiß es nicht. Da, hinten in der Ecke. Oh oh, Gulasch wird jetzt sterben. Ja. Ja. Stimmt. Ja, was soll ich sagen? Ist ja nun mal so, wa? Alter, ey, was für... WTF, ich kann seine Beine nicht angreifen. Steht immer außer Reichweite, obwohl ich direkt davor stehe. Tja. Heul doch. Und? Wow, keiner gestorben. Unglaublich. Torben. Wie geht denn sowas? Thomas. Aha. Es geht ja nicht, Janik. Haha. Nee. Nee, also echt nicht. Bei aller Liebe. Wo ist denn jetzt, der Tank? Da ist und wenn er. Der Tank sterben jetzt. Da stomm mal parat. Denn den Loot hier wird trotzdem. Oder so. Und. Garalon, I love. Garalon, Alaf! Rampadam. Ja,
ist schön. Schön hier. Von mit dem halben Raid tot. Alter, der ganze Bildschirm leuchtet gerade. Wo wir stehen. Ja, ein bisschen. Jetzt nicht mehr. Ein Bein ist schon relativ weit unten. Ja, ja, der Typ an sich ist auch schon relativ weit unten, von daher. Wir schaffen das ja doch noch. Ja, ja, werden wir. Na, das ist gut. Das ist gut. Ich rest jetzt Exporon. Warte, Zanko. Kannst du doch nicht. Doch, jetzt geht's. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Das muss irgendwie regenerieren. Ich weiß es nicht. Ich konnte es nicht direkt. Ey. Ich konnte. Ja! Brauchst du dich jetzt auch gar nicht lustig machen? Doch. Sagt er doch. Ja. Was war das denn gerade? Hat sich gerade nichts getan. Aber ein Bein ist ja noch ganz schön voll. Ja, das mäht ja nicht. Nicht? Offensichtlich. Offensichtlich mäht das nix. Wie viel Leben hat der noch? Och ja. Sollte machbar sein. Finste? Nicht? Weiß ich nicht. Das eine Bein hat noch so viel Leben. Müssen die Beine nicht weg sein? Ja, der Typ hat gleich nur noch 10%. Also so schlimm kann es nicht sein. Okay, aber es das heißt immer auf die Beine, auf die Beine. Ja, weil er sonst die... Also bei den Vorderpfötchen, weiß ich, hat er diese Kreise. Dass wenn man da drunter steht, dass man dann auch umkippt. Ja. Das scheint beim hinteren Bein aber nicht der Fall zu sein. Okay. Oder siehst du da einen Kreis? Nee. Sehr gut. Exploron hat eine Eisenborke. Ist voll Knorke. Da fällt mir nichts mehr. Da fällt mir nichts mehr zu ein, einfach. Es tut mir leid. Yeah! Geilo! Ein Umhang, super. 30 Gold. Super. Ja, das war der überlange zweite. Ne, der erste Teil von der zweiten Inni. Ja, genau. Hat ein bisschen länger gedauert als erwartet. Ja, aber das lag vielleicht an schlechten Damage. Damage, vielleicht, ja. Ja, gut, dann bedanken wir uns fürs Zusehen, würde ich sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Ja, aber ja, sowas. Aber von. Sowas von. Kannst du aber mal wissen. Ja. Dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut. Tschüss, Jan. Tschüss.